Moin Moin, liebe Motorradfahrer. Hier sind Ole und Dietmar vom Motorradtest.de. Und nicht nur wir beide sind da, sondern wir haben auch einen Gast heute, nämlich den Stefan. Hallo Stefan. Ja, moin. Geht's? Stefan, Mensch, moin. Moin. Gut geht's, genau. Ja, wir testen heute die Moto Morini Xcape 650. Übrigens ein Motorrad, was schon ganz viele Leute nachgefragt haben. Und wird auch langsam mal Zeit, dass wir sie testen. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, wer ist Stefan? Wieso steht der da jetzt auf einmal? Ganz einfach. Stefan ist der Inhaber dieses schönen Motorrades und hat sich gemeldet bei uns, nachdem wir ja gefragt haben, ich glaube, 3 oder 4 Maschinen, ob wir mal quasi gebrauchte Bikes von euch für Tests zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank nochmal, Stefan, ne? Sehr gerne. Dass du hier mitmachst. Oh, ganz großes Danke von mir nochmal. Die wollte ich immer mal fahren. Top, wunderbar. Genau. Ja, die Moto Morini Xcape 650 gibt es, ja, sie wurde vorgestellt, glaube ich, Ende 21 auf einer EICMA oder irgendwie so auf irgendeiner Messe und seit Ende 22, glaube ich, erst. Ne? Ist sie verfügbar in Deutschland. Du hast sie auch Ende 22 gekauft? Ende 22 ist die hergestellt, also die Dezember 22 Erstzulassung und ich habe sie im Juni dieses Jahr gekauft. Ach so, ja, genau. Ja, als Vorführer. Als Vorführer und das war, sag mal, was hast du bezahlt irgendwie, können wir ruhig sagen? Ja, 6,8. 6,8, das ist natürlich ein Witz. Für ein ausgewachsenes Adventure-Bike. Moto Morini, vielleicht kennt der eine oder andere die Marke gar nicht so richtig. Also es ist eigentlich ein klassischer italienischer Hersteller. Gibt es seit 1927, hat allerdings im Laufe der Jahre öfter mal den Inhaber gewechselt. Ist mittlerweile in chinesischer Hand und zwar in der Zhongneng Wegel Group. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Seit 2018 gehört Moto Morini zu diesem Konzern. Sie wird aber noch tatsächlich in Italien entwickelt und auch entmontiert, zumindest nach den Meldungen. Zumindest behauptet das Moto Morini. Ja. Wir glauben das einfach mal. Ja. Also die Teile werden schon in China gefertigt, sonst wäre der Preis ja auch gar nicht möglich. Aber tatsächlich die Entwicklung und die Endmontage findet in Trevolzio statt. Auf der Webseite von Moto Morini sieht man auch so ein paar Italiener, ne, die da in der Werkstatt stehen. Das wird schon stimmen. Ja, die Maschine kostet, so wie sie hier steht, also gut, ein paar Updates, die du hier vorgenommen hast, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Aber eigentlich kostet sie 7.185 Euro mit Gussrädern, mit Speiche dann eigentlich 8,3. Aber wir haben vorhin schon so ein bisschen geschnackt und festgestellt, Ole, es gibt die wesentlich günstiger, ne? Also ich habe Netzrecherche gemacht bei einem legendären Hamburger Anbieter. Gibt es sie für 7.250 Euro. Ob da noch eine Fracht drauf kommt, weiß ich nicht. Aber es war schon ein Kampfpreis. Also ich glaube, es war sogar inklusive, ne? Es war inklusive. Also ja. 7.250 Euro. Nix. Ja. Ist wirklich günstig. Es gibt die Maschine in 3 Farben. Das hier ist unschwer zu erkennen. Die graue Version mit den Gussfelgen. Dann gibt es noch eine, jetzt müsst ihr mir helfen, eine rote Version. Mit genau, eine rote Version mit normalen Speichenfelgen und eine rote Version mit goldenen Speichenfelgen. Ja, ich habe jetzt die Namen leider nicht parat, aber sehr, sehr schick auf jeden Fall. Und Moto Morini sagt zur Xcape 650 folgendes: Vielseitigkeit, Spaß und Komfort vereint in einem futuristischen und aufregenden Design. Herrlich, dieser Marketing-Sprech. Ne, von hier. Einmal sieht es schon geil aus, das kann man schon mal sagen. Und ja, Ole und ich werden die Maschine jetzt gleich mal hier ein bisschen durch die, ja, in der Nähe von Lübeck sind wir hier, durch die Walachei treiben und dann unsere Eindrücke schildern. Ihr werdet aber nachher auch nochmal Stefan erleben, der natürlich die Maschine besser kennt als wir und nochmal so ein bisschen erzählen wird, A, was er gemacht hat an Änderungen und B, wie er die Maschine so findet, ne? Welche Vor- und Nachteile du so festgestellt hast. Absolut. Genau. Das Ganze wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern heute als eine halbe Stunde, schätze ich mal. Es gibt viel zu erzählen. Und ja. Ach so, ich dachte, du meinst, weil ich ortsunkundig bin. Ja, Ole hat ungefähr 3 Stunden hierher gebraucht. Aber das ist eine andere Geschichte, die erzählen wir vielleicht mal was anders. Auf jeden Fall wünschen wir euch viel Spaß bei diesem Test. Wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck bereit gestellt. Jedes Mal wieder. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Test und schon geht das. Los. Oh!
Dietmar, wenn du auch zum Moped gehst, dann können wir ja jetzt zu den Abmessungen kommen. Der Moto Morini X-Cape 649, wie es dort auch auf der Verkleidung steht. Okay, oder 650, so wie man sie eigentlich kennt. Genau. Das hatte ich vorhin schon mit Stefan das Thema. Was ist es jetzt? Also ihr werdet sie als Moto Morini X-Cape 650 finden. So, die Abmessung. Länge 220, ja. Sitzhöhe 820 bis 845. Ja, also das heißt bis. Also man muss sich entscheiden. Also man kann sie nicht verstellen, sondern das ist jetzt hier die 845er. Es gibt aber auch eine zweite Sitzbank, eine niedrigere, die ist dann 820. Also du musst dich entscheiden, will ich die eine Bank oder die andere? Genau. Ja gut, genau. Ist nur fair. Radstand 1,49, Fahrgewicht fahrfertig 213 Kilogramm. Nee, das ist leer. Also fahrfertig ist knapp 230, glaube ich, ne? Irgendwie so. Das war leer. Ich habe fahrfertig, sagt Moto Morini nicht, verraten sie nicht, aber kann man sich ausrechnen. Dann wiederhole ich es nochmal. Gewicht fahrfertig ist etwas mehr als 213 Kilogramm. Wir schätzen knappe 230. Genau. Ja, komm mal her, Ole, dann setz dich mal mit drauf. Wollen wir mal einen Sozius-Check machen? Ich fühle mich nicht ausreichend gewertschätzt in diesem Unternehmen. Wieso fühlst du dich nicht ausreichend gewertschätzt? Warte mal, hast du die Raste runtergemacht, Dietmar? Nee. Na, das musst du schon machen, da ist doch der alte Mann sonst gar nicht drauf. So. Jo, oh, das Stefan, aber, bepiss dich da hinten. Also sitzt man aber... Ja, Stefan, das ist harte Arbeit hier. Da sitzt man aber gut. So. Ja, du hast auch Haltegriffe, ne? Versammelt. Ja, ich habe gleich intuitiv an die Griffe, ich habe gar nicht überlegt. Ja. Also du sitzt, das ist okay für mich, du sitzt aber also du sitzt dichter dran als auf einer GS zum Beispiel. Ich erinnere mich an andere Versuche, zusammen auf dem Moped zu sitzen mit dir. Es ist viel Liebe in diesem Spiel drin. Ja, also ja, distanziert bist du nicht. Wer also Berührungsängste hat, der ist da, das ist noch ein bisschen viel Berührung, der ist dann falsch. Ja, nee, funktioniert. Wunderbar. Darf ich absteigen? Bitte sehr. So, Cockpit-Bedienung und Beleuchtung bei der Moto Morini X-Cape 650. Ich zeige euch mal, was wir hier rechts für schöne Schalterchen haben. Das ist hier der Kill-Switch. Hier gibt es eine Warnblinkanlage. Das finde ich sehr cool. Ein separater Schalter, da kann man einstellen, entweder LED-Tagfahrlicht oder halt Abblendlicht. Das ist der Anlasser. Hier links haben wir dann die Hupe, Blinker. Das hier ist das Fernlicht, also ständig Fernlicht. Hier ist die Lichthupe und diese drei Schalter sind zur Bedienung des Cockpits. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, ich habe jetzt gerade meinen Zettel nicht zur Hand, aber ist egal, das müsst ihr auch so hinkriegen. Ein 7 Zoll großes TFT-Farbdisplay, das gibt es sonst selten in dieser Klasse, vor allem für dieses Geld nicht. Ja, was sehen wir hier? Drehzahlmesser seht ihr, Geschwindigkeit, Tankfüllstand. Und hier gibt es auch so einen kleinen Bordcomputer, kann ich ja mal hier einmal durchskippen. So, hier seht ihr den Bordcomputer bzw. die Settings, hier kann man halt diverse Dinge ausprobieren. Stefan hat uns vorhin erzählt, es soll eigentlich eine Handy-Connection geben, die ist aber noch nicht hundertprozentig irgendwie fertig entwickelt offensichtlich, also diese Maschine hat sie jedenfalls noch nicht. Können wir euch leider nicht zeigen, aber es soll eine Navigation irgendwann geben, ne, die auf das Display gelegt werden kann. Gespiegelt. Gespiegelt, genau. Gut, können wir euch jetzt noch nicht zeigen, aber wird irgendwann schon kommen. Hier seht ihr den Fahrmodus. Es gibt zwei Fahrmodi, nämlich Ride und Offroad. Bei dem Offroad-Modus, also das finde ich total cool, ne? Ändert sich sogar hier die Anzeige mit so einem Stollenreifen, ist ganz geil gemacht. Im Offroad-Modus kann man das ABS deaktivieren, dafür ist er auch da, wenn ihr mal irgendwie bergab fahren wollt und nicht quasi die Traktionskontrolle eingreifen soll, dann seid ihr hier richtig. Ja, das war es eigentlich auch schon, also so fürchterlich viel gibt es hier zum Glück nicht einzustellen. Man muss sich einen kleinen Moment dran gewöhnen, finde ich, aber mein Gott, wahrscheinlich für dich, du kannst das nachts um 3, ne? Nehme ich mal an, Stefan steht hier rechts neben mir. Hier seht ihr nochmal eine Bike-Info, nächste Inspektion. Hier seht ihr die Batteriespannung, Temperatur vom Kühlmittel und so weiter. Das ist eigentlich alles ganz geil gemacht. Reifendruckkontrolle, achso, die gibt es auch, genau, die vergessen wir mal. Und dann haben wir hier rechts unten auch noch eine Ganganzeige. Also das ist alles genauso, wie man sich das eigentlich wünscht. So, kommen wir mal zur Beleuchtung. Voll LED, dazu schmeiße ich mal einen Motor an. Erstmal geht hier ein Mäusekino los, aber gibt's da nicht. So, Motor ist an. So, Beleuchtung. Tagfahrlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Lichthupe, Warnblinklicht. So, machen wir nochmal Zündung an. Wollt ihr hinten auch nochmal gucken? Bremslicht, Warnblinklicht, Blinker, tralala. Andere Seite auch noch? Na gut. So, dann kommen wir mal zur Probefahrt, Teil 1 mit der Moto Morini X-Cape 650.
in Grau. Schönes Motorradchen, finde ich. Stehe ja auch richtig geil. An der Landstraße. Wahrscheinlich werde ich auch gleich ausgehupt hier. Naja, egal. Also, ja, ich bin schon eine ganze Zeit gefahren. Hatte schon hier meinen Spaß auf der Xcape. Und will euch das jetzt auch nochmal vermitteln, wie sich das Bike fährt. Bevor ich losfahre, setze ich mich drauf und erzähle euch, wie sich das anfühlt. Ja, das fühlt sich sehr gut an. Schönes Adventure-Bike, 845 mm Sitzhöhe. Das ist für mich wie gemacht. Blick nach hinten. Gut, die Maschine hat jetzt hier Lenkerendenspiegel, die sind ja nicht Serie. Insofern habe ich natürlich hier einen super geilen Blick nach hinten. Kann jetzt nicht sagen, wie das mit den Serienspiegeln ausgefallen wäre, aber egal. Dann fahren wir mal eine Runde. Also, wie fährt sich die Xcape 650? Das, was sofort mir auf den ersten Metern aufgefallen ist, ist so die enorme Stabilität, die das Fahrwerk bietet. Das liegt wahrscheinlich an dem Vorderrad, aber das kann nicht nur daran liegen. 19 Zoll Vorderräder haben ja auch viele andere Bikes. Aber die hier ist wirklich sehr stabil. Fühlt sich fast an, als ob sie eine 21 Zöller hat vorne. Das soll aber nicht heißen, dass sie nicht kurvenwillig ist, ganz so gar nicht. Im Gegenteil, sie kann eigentlich, legt sich gerne in Kurven und zieht einen richtig schönen geraden Strich hier. Also das finde ich klasse. Ansonsten gefällt mir die Maschine sehr gut. Also ich finde vor allem den Qualitätseindruck hier, den finde ich dann doch überraschend gut. Also ihr guckt euch mal diesen Lenker an. Schwarz, konifiziert, matt lackiert. Die Hebel, na gut, das ist jetzt nicht das Allergeilste, aber sie sind zumindest einstellbar in der Reichweite. Hier rechts habe ich auch einen etwas edleren Hebel. Das finde ich super. Dann haben wir hier auch eine Scheibe. Das ist jetzt nicht die Originalscheibe, aber das hier ist original. Man kann sie eigentlich verstellen, die Scheibe, relativ leicht hier losdrehen und dann rauf und runter. Allerdings, kleiner Kritikpunkt, der kommt jetzt allerdings von Stefan, von dem Besitzer, der hat uns nämlich erzählt, dass die dann doch, wenn sie locker ist, also wenn sie nicht ganz festgedreht ist, sehr, sehr wackelt, diese Scheibe. Also auch die kleinere Originalscheibe. Und deshalb hat er das jetzt hier komplett festgedreht, damit sie halt keine Geräusche von sich gibt. Naja, gut, ist halt so. Wobei die Scheibe hier jetzt für meine Körpergröße ein bisschen schwierig ist. Also sie macht wirklich sehr, sehr starke Windgeräusche. Wenn ich mich hinstelle, ja, das könnt ihr wahrscheinlich auch hören, dann ist es weg. Dann habe ich Ruhe im Helm. Und im Stehenfahren geht übrigens auch cool mit der Maschine. Also man kommt einfach leicht hoch. Und ich kann auch wunderbar meine Knie hier gegen den Tank schmieden. Das gefällt mir gut. Was ist noch zu sagen? Das Getriebe habe ich als ein bisschen hakelig empfunden teilweise. Also wenn sie, besonders wenn sie kalt ist. Na gut, das ist natürlich bei vielen Maschinen so. Lustigerweise finde ich, weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber bei vielen italienischen Maschinen, und ist das ja eine Maschine, die in China gefertigt wurde, aber irgendwie, ja, finde ich jetzt nicht untypisch, dass die so ein bisschen rumzickt, was das Getriebe angeht. Wenn sie wärmer wird, geht es dann auch ein bisschen leichter. Die USB-Steckdose, die haben wir vorhin vergessen zu erwähnen beim Cockpit-Kapitel. Das ist natürlich praktisch. Also keine 12 Volt, sondern hier zwei integrierte USB-A-Steckerchen. Kann man also sowohl Smartphone als auch Navigationssystem oder was weiß ich, alles mögliche laden. Und ja, also die Maschine fühlt sich einfach sehr erwachsen an. Und sie erinnert mich diesbezüglich wirklich auch an die Benelli TRK 502. Die wir ja kürzlich getestet haben. Und das nicht nur was die Fahreigenschaften angeht, sondern tatsächlich auch ein bisschen was den Motor angeht, witzigerweise, obwohl das ja ein ganz anderer Motor ist. Aber auch die Benelli war so ein bisschen untermotorisiert, wobei das war ja sogar eine A2-Maschine. Da ist mir das noch extremer aufgefallen natürlich als hier. Aber ja, irgendwie, es gibt wirklich Ähnlichkeiten bei diesen Maschinen. So, Lenkeinschlag schauen wir uns auch nochmal an. Der ist super, schön groß, kann man also gut wenden. Achso, ja genau, was ich noch sagen wollte, ist der Sitz. Der ist ganz schön straff, die Sitzbank. Was aber ja, das werden die Tourer unter euch wissen, auf langen Strecken sogar ganz angenehm ist. Also da kriegt man dann irgendwie jetzt nicht so einen durchgesessenen Sitz hin, sondern
Das ist knackig. Eignet sich, glaube ich, für längere Strecken. Insgesamt ist das natürlich sowieso eine Maschine, mit der man jetzt keine auf die Rennstrecke fährt oder irgendwelche Speed-Recorder aufstellen will oder sonst was in der Art, sondern das ist ein typischer Tourer. Und insofern ist das auch nicht so schlimm, dass sie halt nicht so viel Leistung hat. Finde ich wirklich nicht schlimm. Hier sieht man übrigens noch die Nupsis für die normalen Spiegel. Die hat normalerweise halt hier die Spiegel fest und nicht an den Lenkerenden. Was halt auch noch mir aufgefallen war, sind die Vibrationen. Also die Maschine vibriert tatsächlich ein bisschen. Ja, und zwar in mehreren Drehzahlbereichen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, dass man da jetzt irgendwie, dass das jetzt ein Problem wäre oder mich persönlich jetzt ein Grund wäre, die Maschine nicht zu kaufen. Das geht schon in Ordnung. Außerdem, manchmal ist es ja auch ganz nett, wenn man die Maschine einfach spürt und den Motor spürt. Insofern habe ich damit auch kein Problem. Ja, das soll es gewesen sein von meiner Seite. Ole fährt nachher auch nochmal mit euch. Dranbleiben. So, kommen wir zur Technik der Moto Morini Xcape 650. Wir haben hier ein Stahlrohrrahmen und hier seht ihr, das ist allerdings nicht Serienmotorschutz, das wurde hier nachträglich rangeknistert an die Maschine. Schwarz lackiert, sieht gut aus, finde ich. Und vorne haben wir dann eine amtliche Gabel von Mazzocchi und zwar eine 50 mm Standrohrdurchmessergabel. Die ist auch voll einstellbar, also sowohl Zugstufe als auch Druckstufe als auch Federbasis könnt ihr hier einstellen. Und ja, das Vorderrad ist eine 19 Zoll Felge mit einem 110/80er Reifen. Aufgezogen ist hier von Pirelli der Scorpion SDR, also auch ein richtig guter Adventure-Bike-Reifen. Und ja, die Bremse sehen wir hier auch, eine Doppelscheibe sehen wir hier, mit einem 298er Durchmesser. Und die Zangen, die Bremsanlage selbst, kommt von Brembo. Das ist ein Zweikolben-Schwimmsattel, jeweils links und rechts. Und ja, Federweg vorne 175 mm. Übrigens nicht wundern, wenn ihr im Internet oder in anderen Tests andere Daten gelesen habt. Die sind falsch. Die Maschine hat tatsächlich einen Federweg vorne von 175 und hinten von 165 mm. Dann schauen wir uns mal das Zentralfederbein an. Das ist hier von Kayaba ein Monoshock-Federbein. Hier kann man die Federbasis und die Zugstufe einstellen. Und ja, hinten haben wir dann eine 17 Zoll Felge. Magst du das auch nochmal einfangen, Ole? Yes, sir. 150/70er Reifen und hinten haben wir auch eine Brembo-Zange, das ist ein Zweikolben Festsattel, genau. Und die Scheibe hinten ist natürlich eine Einzelscheibe, hat einen Durchmesser von 255 mm. Und wir haben hier ein Bosch 9.1 MB ABS, also ein Zweikanal-ABS-System, auch ganz okay. Und dann kommen wir mal zum Motor. Und da habe ich gerade gelernt, das ist ein von CF Moto, von Kawasaki lizenzierter Motor. Der wird also von CF Moto gebaut. Ein Zweizylinder Reintin mit 649 Kubikzentimetern Hubraum. Flüssigkeitsgekühlt. Er leistet hier bei der Xcape 650 60 PS bei 8250 Umdrehungen und 56 Newtonmeter bei 7000. Also jetzt kein Kraftwerk, dieser Motor, aber er ist gutmütig und ja, wie er sich anfühlt, das habt ihr ja schon gesehen bei der Probefahrt. Die Maschine rennt max 175. Das sollte eigentlich auch reichen für eine Reise Enduro. Und dann haben wir hier einen 18-Liter-Tank, das finde ich auch vernünftig, da geht ordentlich was rein. Die Maschine verbraucht so etwa 4,8 Liter auf 100 Kilometern, das bedeutet eine Reichweite von 375 Kilometern. Und ja, dann haben wir noch eine Zweiarmschwinge aus Aluminium, Kettenantrieb, Sechsganggetriebe. Und wie ihr hier sehen könnt, hat die Maschine einen Seitenständer, einen Hauptständer gibt es zumindest in der Serie hier nicht. Leute, jetzt muss ich mal hier die Situation nutzen. Hier darf ich nämlich 100 fahren für die 0 auf 100 Beschleunigung. Hinter mir kommt auch gerade keiner.
Ja, ich bin im Ride-Modus, werde alles geben. 3, 2, 1, los geht's. Na komm, Baby. Alright. Okay. Ich habe sie im dritten auf 100 bekommen. Aber er war schon ganz schön am Pusten, das gute Stück. Also, na gut, ist halt keine Rakete. Habe ich jetzt auch nicht anders erwartet. Aber man merkt schon, der Motor, der hat mit dem Gewicht der Maschine doch ganz schön zu tun. Also, ich weiß nicht, so zu zweit mit Gepäck überholen in den Alpen dürfte dann doch ein bisschen schwierig werden. Was ist das denn für ein geiles Ding? So, Durchzug 60 auf 100 im fünften Gang. Fünften bin ich, jetzt war ich gleich 60. 3, 2, 1. Nochmal. 3, 2, 1. Und ab geht das Füchslein. Ja. Ach komm, geht doch. Da hatte mir Stefan, der Inhaber, vorhin erzählt, da freut er sich schon drauf, weil er sagt irgendwie, das mag sie gar nicht. Ja, natürlich. Mein Gott, das ist halt kein Drehmomentmonster, ne? Also bitte. So ist es nun mal bei solchen Maschinen. Da explodiert jetzt nichts, man kriegt auch keine Angst beim Beschleunigen, aber es funktioniert und es macht irgendwie auch Spaß, vor allem hier diese Kurven machen mit der Maschine hier richtig Spaß. Moin moin allerseits, herzlich willkommen zu Teil 2 und ja, erster Eindruck. Na, wie sitzt man? Super. Also fühlst dich gleich zu Hause, Bank ist fest, aber bequem, das passt alles. Lenker hat eine angenehme Breite, der ist schon ordentlich breit, ich weiß das nicht, sind das 70 cm, 72, irgendwie sowas. Das geht. Blick auf die Armaturen ist klasse, seht ihr auch, TFT-Display, hat alle nötigen Infos, die man braucht, ist gut ablesbar. Herz, was willst du mehr? Schalter und Armaturen wirken wertig. Was man jetzt nicht sehen kann, das sagte Stefan vorhin noch, die sind hinterleuchtet im Dunkeln. Hat man ja auch nicht in dieser Klasse und nicht bei jedem Bike. Gibt es irgendwas Auffälliges? Weiß ich nicht. Bremsen funktionieren? Ja, auch gut. Also richtige Bremsprobe mache ich nicht. Die macht ja Dietmar. Griffe und Hebelei? Super. Kupplung? Ja, leichtgängig. Irgendwelche Spielereien wie ein Quickshifter hat sie nicht. Dafür aber jede Menge Sonderausstattung. Auch diese ganz entzückenden Spiegel sind also nicht original. Aber Achtung, Lenkerendenspiegel sehen schick aus und ich kann was drin sehen. Das taugt mir. Was habe ich zum Motor zu sagen? Bin jetzt ja gerade ein paar Meter erst gefahren. Naja, vielleicht sage ich was zum Handling. Also mir gefällt's. Ich bin ja alt Transalp-Fahrer. Ich habe ja so einen alten Eimer von 99. Den liebe ich, aber dieses Bike hier scheint mir im Vergleich eigentlich relativ ähnlich zu sein von der Ergonomie und vom Handling, nur eben in neu und modern und zeitgemäß. Also finde ich klasse. Ist mir irgendwas bei meiner kleinen Fahrt, ich durfte vorhin ja schon die Maschine vom Heimatort vom Stefan zu unserem ersten Drehpunkt fahren, ist mir da irgendwas aufgefallen? So, eigentlich nur, dass sie wirklich einfach und quasi idiotensicher funktioniert. Dieses Überholmanöver im Rahmen der Straßenverkehrsordnung funktionierte gut, war eben aus dem fünften Gang raus. Also auch da gibt es kein Problem und nichts zu meckern. Also das taucht mir alles doch ganz gewaltig. Vor allen Dingen, wenn man daran denkt, dass dieses kleine Moped mit ca. 230 Kilo eigentlich gar nicht so klein ist. Und in diesem Zusammenhang würde ich eigentlich ganz gern gleich auch mal gucken, wie ist das denn so tatsächlich mit der Beschleunigung? Ich denke mal, Dietmar hat den 0 auf 100 Test gemacht, da halte ich mich lieber raus. Also wir pötteln hier gerade rum.
Ich lege mal einen zweiten ein. Wir sind bei 3000 Touren. Ich gebe mal Gas. Ja, okay. Also, kommt mir irgendwie von meiner 50 PS Mühle bekannt vor, auch wenn diese hier ein paar PS mehr hat. Oh, mal ein bisschen an die Geschwindigkeit denken. Also, ihr dürft keine Wunder erwarten von der Maschine. In meiner Wahrnehmung ist das eine 1A Tourenmaschine. Ist gepäcktauglich, hoch 3, reisetauglich. Du kannst irgendwie deine Liebste oder deinen Liebsten mitnehmen und kannst damit super in Urlaub fahren. So, soweit würde ich sie einschätzen. Was nicht geht, ist ein Wettrennen mit einem Supersportler. Ne? Also was jeder GS-Fahrer wahrscheinlich machen würde, wenn es drauf ankommt, das machst du hiermit lieber nicht. Hiermit bist du auf Tour. Jetzt habe ich eigentlich nur einen Punkt, der mir aufgefallen ist, der für mich sehr gewöhnungsbedürftig ist. Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Aber wenn ich wie gewohnt meine Füße auf die Fußrasten stelle mit dem Fußballen und die Hacken also hoch habe, dann merke ich links und rechts an meinen Hacken jeweils einen Ausleger. Ich habe da vorhin mal geguckt, das ist der Ausleger der Sozius-Fußrasten. Da muss man sich wahrscheinlich mal ein bisschen dran gewöhnen, aber das nicht zum Tod bleiben. Ja, auch hier Ansprechverhalten der Bremsen und so, klasse. Also okay, der Sound in der Beschleunigungsphase ist übersichtlich. Das sagte der Stefan vorhin ja auch, es ist halt ein Rhein-Zweier. Und ein Rhein-Zweier klingt halt meist, wenn er nicht groß gezaubert wurde, wie ein Rhein-Zweier. Das macht dieser. Ich glaube aber, das tut dem Fahrspaß, macht es keinen Abbruch. Das tut ihm nicht weh. Also von daher ist halt auch in Ordnung. Also das war's von mir und von meinen Fahreindrücken von der Moto Morini Xcape 650. Geliehen von Stefan aus der Ecke von Lübeck. Danke dafür. Und ich hätte fast zurückgegeben in die Sendezentrale. Aber jetzt muss ich es doch noch mal sagen. Auf der Maschine klebt ein Aufkleber, da steht 649 drauf. Warum das auch immer Moto Morini gemacht hat. Die Bezeichnung für diese Maschine ist Moto Morini Xcape 650, nicht 649. Also, um der Verwirrung da nicht zu viel Vorschub leisten zu wollen, wir einigen uns auf 650. Und damit gebe ich jetzt, damit gebe ich jetzt zurück in die Sendezentrale zum Dietmar. Tschüss! So Leute, Kollegengespräch zur Moto Morini Xcape 650. Wir sind jetzt beide eine ganze Zeit mit der Maschine gefahren und haben jetzt einen gesicherten Eindruck, ne? Kann man das ausdrücken. Vielleicht fängst du mal an. Was ist dir an der Maschine aufgefallen? Ja, wo soll ich anfangen? Also insgesamt gefällt sie mir gut. Ich mag das erstmal von außen beim Zugehen, das Design finde ich super. Sieht nach mächtig was auch, das Ding, und ist schön gestaltet. Alles, was man sich anguckt, wirkt wertig. Ja. Total auffällig finde ich das. Auch, ja. Wirklich wertig. So, und dann nimmst du Platz und dann merkst du auch, Mensch, das ist ein ordentlicher Brocken. Ne? Also es ist schon ein großes Motorrad, aber auch da, die Sitzbank ist, wie soll ich das nennen? Wie nennt sich das? Die ist bequem, aber straff. Also das ist nicht so ein Knautschkissen, das ist so richtig, du sitzt gut, ich habe sofort einen vernünftigen Kniewinkel, die Arme auf einem relativ breiten Lenker. Das ist alles so, das passt so. Da habe ich gedacht, ja, das ist okay, jetzt kann ich losfahren. Aufschlag, das fand ich alles super. Funktioniert auch alles tadellos, finde ich auch richtig gut. Wo ich so ein bisschen erstaunt war, Gefühlslage, ist, ich habe ja selber so einen uralten 50 PS Hobel mit der Transalp, die ich auch viel fahre. Ich hatte das Gefühl, das wird nicht so sein nach Datenblatt, die Transalp ist irgendwie munterer, anders. Ja, ja. Weil das war hier, fand ich, eine sehr lineare Kraftentfaltung. Die hat sie, muss sie halt drehen. Das ist ein Reihenzweier. Das ist ja nun kein Nachteil, eine lineare Kraftentfaltung. Aber es ist ein bisschen zugewirkt irgendwie. Ne? Ja, so, ich hatte bei dem
Wumms am Motorrad, ja, das man da unter sich hat, habe ich gedacht, da könnte ein bisschen mehr sein. Das ist wahrscheinlich genau der Punkt, wenn man sie sich so anguckt und sich draufsetzt und anfasst, ne, so dicker, dann denkt man, alles klar, jetzt geht's ab. Ne, und dann irgendwie tuff, ne, irgendwie dann kommt da nicht so viel. Das muss man ganz klar so sagen. Ne? Also das ist ein 60 PS und mehr werden es irgendwie auch nicht. Und so fühlt es sich dann eben auch an. Ne? Dietmar, was mir dann noch so aufgefallen ist, ich fahre ja gerne mal eine Tour oder ein bisschen weiter, also nichts Dramatisches, aber so mal 400, 500 Kilometer am Stück, das würde ich zum Beispiel mit dem Hobel hier sofort machen. Ja, wenn ich weiß, dass ich eine Tour will und gerade wie der Stefan das hier ausgerüstet hat noch, der hat ja noch seine Taschen dabei. Ja, und ja, so. Chat-Koffer, ja. Also es ist ein super Tourer, ist es auf alle Fälle. Man treibt die Neugierde ja immer auf die Spitze. Ne? Spitze ist schön. Ich platze von Neugier, wie sich die auf dem Stilfser Joch fährt, und zwar rauf. Ja. Das würde ich echt gerne mal wissen. Rauf, ja. Also das stimmt, das hast du recht, das würde mich auch interessieren. Also ich glaube, vom Fahrwerk und so, wie sie in die Kurven geht, das finde ich alles ganz gut. Ne? Das fühlt sich gut an. Absolut. Ich finde sogar, das fühlt sich eher nach 21 denn nach 19 an. Aber ja, klar, ne? Wenn du dann irgendwie, und dann irgendwie geht das so und du gibst Gas und dann noch ein Beifahrer hinten drauf im Gepäck, da wird nicht mehr viel passieren. Ne? Also hier in der Tiefebene, ich habe vorhin im Rahmen der Straßenverkehrsordnung ein langsam fahrendes Auto überholt. Ich weiß nicht, ich glaube im fünften Gang, relativ hoher Gang. Auch sich, die will ich lügen, von 60 ab. Das geht schon. Das funktioniert gut, wenn du allein bist. Ja. Aber wenn ich mir dieses Extrem vorstelle, weiß ich es halt nicht. Aber wann ist man auch schon in den Alpen? Ne? Ja. Also ich kann ja sagen, Stefan, ausprobieren und gib uns mal Bericht. Hat er wahrscheinlich schon mal gemacht. Jetzt. Nee, im Harz war bisher nur. Harz, okay. Ja, aber das ist so, ne? Und das muss man sich bewusst sein. Das ist, wenn man jetzt sagt, normalerweise fahre ich gerne Multistrada V4 mit 170 PS, dann ist es nichts. Aber es gibt halt viele Leute, die sagen, so also wie du ja im Grunde auch, ich brauche keine 100 PS. Ja? Ich brauche was anderes. Und für die lohnt sich das wirklich, die Escape 650 mal genauer zu schauen. Ja, zumal du hier ja ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hast. Also, genau. Wir haben jetzt keinen Langzeittest, ne? Wir haben es ja nur heute mal ausprobiert. Aber wir hatten das ja vorhin auch mal gesagt, sie ist ja nun wirklich ein günstiges Angebot und dafür kriegst du eine vollwertige Maschine. Ja, und nicht nur das, sondern sie bietet auch Fahrspaß. Ne? Ja. Auch wenn das jetzt irgendwie, wie gesagt, von der Leistung nicht so toll ist, aber das bringt trotzdem Laune. Ne? Ja, gut, also wenn du zügig durch die Kurven fährst, kannst du dir das Bremsen sparen. Du musst auch nicht wieder beschleunigen. Ne? Da haben wir es wieder. Ja, also das ist schon schön. Jo. Okay. So, Stefan, jetzt kommst du wieder quasi hier mit rein ins Video. Wir wollen mal erstmal von dir hören, was du eigentlich an Änderungen vorgenommen hast an der Maschine. Was ist nicht Serie, was ist hier extra? Ja, Serie ist nicht der Auspuff, der ist von SC, wobei ich sie so gekauft habe, der war schon montiert, war also im Preis inklusive und auch der Motorschutz, die Motorschutzbügel sind nicht Serie, waren aber schon im Preis inbegriffen. Ja, okay. Ich selbst habe dann geändert die Front-Windschutzscheibe. Hoppala. Hoppala. Nicht fallen. Hier im sumpfigen Lübeck. Die Scheibe, okay. Genau. Spiegel gefallen mir so vom Original her auch nicht. Das sind die normalen ausgelegten Spiegel. Ja, ja. Habe ich Lenkerendenspiegel. Ja. Und ich habe den Nummernschildhalter gekürzt, getauscht. Ne? Ja, genau. Aber die Beleuchtung ist original. Und die Beleuchtung ist original, genau. Du sagst ja gerade, der Motorschutz, den hast du da, also der ist nicht in Serie dabei. Ist nicht in Serie. Und hier vorne hattest du auch noch so einen Verkleidungsschutz. Verkleidungsschutz, der läuft dann im Grunde genommen hier rüber, verbindet sich nach vorne. Ja. So wie man es auch kennt, wo man auch dann so die Nebelschutz... Den du abgebaut hast? Habe ich abgebaut, mochte ich nicht leiden. War aber auch nicht Serie, ne? Oder? War auch nicht Serie. Okay, alles klar. Nein, kann man im Gut. Zubehör... Ja. Bei den üblichen Verdächtigen kaufen. Na gut, die Kofferhalter hier sind natürlich auch nicht Serie. Ne? Richtig. Und die Tasche hier ist Serie, genau. Auch nicht Serie. Und die Platte wahrscheinlich auch die nicht. Die Platte auch nicht für Topcase. Ja. Also du hast sie schon, du benutzt sie für Touren. Ne? Ich benutze sie für Touren. Eigentlich auch tatsächlich deswegen gekauft, weil meine Frau findet da auch ihren Platz mit drauf. Und die hat auch viel Platz. Sie hat Platz, also der Sitzkomfort ist gut. Ja. Wo wir dann ja jetzt auch schon bei den Vor- und Nachteilen angekommen sind. Oder was möchtest du? Ja, kommt sofort. Ich will noch mal sagen, das wissen unsere Zuschauer nicht. Wir sind hier zu dritt mit drei Motorrädern hergefahren, hier in diesem schönen Wald. Ja. Und du bist bei der Trident gefahren. Das heißt, das ist auch nicht deine einzige Maschine und ich nehme auch mal an, nicht deine erste. Ne? Nee. Erzähl mal ganz kurz, welche Motorräder hattest du so bisher? Oder dauert das jetzt sehr lange? Nee, das dauert gar nicht so lange. Also angefangen bin ich mit einer Carver GBZ 600R. Okay. Dann hatte ich eine FZR 1000.
Dann bin ich umgestiegen, weil ich Vater geworden bin, ein bisschen weniger bissig auf eine XR 600, ja. Also okay. eine Enduro auf Supermoto umgebaut. Die fuhr ich auch eine ganze lange Zeit, bis ich dann irgendwann nicht mehr gefahren bin. Sie stand denn sich auch kaputt. Dann bin ich 2012 wieder aufs Motorrad gestiegen mit der VZ 800, einer Suzuki. Ein Shopper, ne? Mauro, genau. Mit diesem V, mit diesem schönen. Super Motorrad, ja, hat mir Spaß gebracht und so viel zum Wiedereinstieg super geeignet für mich. Aber ich habe festgestellt, ich bin doch zu alt, noch zu jung. Auch trotz Alters, um auf so einen Hobel zu gehen. Okay, so, jetzt hast du die beiden hier, die Trident, die Trident und diese. Genau, und jetzt wolltest du eben schon anfangen zu erzählen, was du an der Maschine schätzt oder was du magst und was du nicht so magst. Ja. Erzähl mal ruhig. Also, schätzen tue ich auf jeden Fall, du setzt dich drauf und fühlst dich gleich zu Hause. Weil Sitzkomfort ist super. Ja. Sitzhöhe ist für mich okay. Nicht ganz optimal, aber war noch nicht der Grund, dass ich letzten Endes die Sitzbank nochmal die Zubehörsitzbank kaufen wollte mit 2 Zentimeter niedriger Sitzhöhe. Sie fährt sich in den Kurven fantastisch. Mhm. Und sieht einfach gut aus, zu einem super Preis. Ja. Vor allem reisetauglich, ne? Das hast du ja eben schon gesagt. Genau. Du hast Koffer von Chat, ne? Von Chat, genau. Was? Und Topcase No Name. Hast du auch noch? Also dann kannst du den abnehmen? Also ich habe Topcase 45 Liter und 2x36 Liter je Seite. Ja. Und ihr wart schon mal im Harz damit unterwegs? Genau. Und erzähl mal, wie war das so? Absolut. Also von der Reise her, vom Reisekomfort, super. Wir waren nicht irgendwie ausgelaugt. Auch meine Frau und ich kann sehr gut sitzen und fühlt sich sicher. Mhm. Das ist die Hauptsache. Ja. Auch dann vor Ort natürlich schön kurvig gefahren und es bringt einfach Spaß, auch zu zweit. Mhm. Die Motorisierung ist natürlich nicht ganz so Granate, muss sie aber auch nicht, weil genau dafür ist sie auch nicht gemacht. Jetzt irgendwo, ich sag mal, großes Rennen zu fahren oder richtig Gas zu geben, ist ein Tourer. Mhm. Und so sehe ich sie auch und dafür ist sie auch gemacht. Mhm. Und Negativpunkt, also ich habe gehört, also wir haben uns ja auch vorbereitet und in den anderen Tests wurde immer auf Vibration hingewiesen. Ja. Ist auch so? Die ist da. Okay. Ja. Und zwar relativ stark in bestimmten Drehzahlen. Also ihr werdet ja nachher noch eure Tests fahren und es dann auch merken. Ab so zwischen 4 und 5 vibriert sie relativ stark. Mhm. Du kannst zwar immer noch in den Spiegeln sehen, aber nicht mehr so ganz klar. Mhm. Und du merkst es auch in dem eigentlich vibriert das Teil, ja. Mhm. Und dann auch in höheren Drehzahlen. Ja, wobei vorhin, bevor wir hier angefangen haben zu drehen, hast du mir gesagt, als wir so ein bisschen geschnackt haben, ja, sie vibriert, aber eigentlich ist es auch ganz geil. Ja, genau, weil alle, die keine Vibration wollen beim Motorrad, die sollen sich ein E-Bike kaufen. Das ist meine Meinung. Ole, könnt ihr jetzt nicht sehen, beide Daumen hoch. Beide Daumen hoch. Ich meine, so ein Motor lebt ja auch. Ja, ne? So, genau. Und wenn er keine Lebenszeichen von sich geben würde, dann wäre es auch ein bisschen langweilig. Ja, ne? Ja. Und letzten Endes, 2 Zylinder in Reihe, was soll man erwarten? Das vibriert. Mhm. Es ist so. Es ist so. Genau. Okay. Ansonsten? Ansonsten, ja, Motorisierung, habe ich eben schon angesprochen, reicht aus. Reicht auf jeden Fall aus, um schön entschleunigt. Und das ist einfach auch so eine Sache. Man kann da gut super mit entschleunigt fahren. Mhm. 10 PS, 15 PS würden ihr gut tun, ne? Wirklich gut zu Gesicht stehen. Und ich glaube, sie würde auch einen anderen Erfolg verzeichnen, als der jetzt schon da ist. In Deutschland, oder ne? Allgemein. In Deutschland kennt man sie eigentlich gar nicht. Nee, nee. Ja. Positiv, Ablesbarkeit des Display, ihr kommt nachher drauf zurück. Haben wir alles schon gezeigt, aber ist egal. Okay, alles klar. Was kannst du jetzt nicht wissen? Das war schon. Ach so, alles klar. Gut. Ja, und ansonsten begeistert bin ich einfach von den verbauten Komponenten. Mhm. Wir haben Brembo-Bremsanlage an Bord, wir haben Pirelli-Bereifung, also keine China-Kracher. Und wir haben vernünftige Gabel, verstellbar. Mhm. Auch darauf werdet ihr zu sprechen kommen, wenn ihr das nicht so seid. Ja, und ich finde auch, wenn man hier so vorne, das ist mal so der erste Eindruck, den man hat. Ne? Wenn man auf die Gabelbrückung und die Schalter sich anguckt, hier ist alles einstellbar in der Reichweite. Und das macht auch alles einen vernünftigen Eindruck. Ne? Also das ist wirklich kein Billo-Kram, das finde ich auch. Das erwartet man ja immer, in Anführungsstrichen, wenn man hört, in China gefährliches Bike. Ist aber Quatsch, also es war auch bei vielen anderen Herstellern Quatsch, das ist nicht schlechter als bei anderen. Ne? Ja. Gut, jetzt weiß man natürlich nicht, wie lange hält der ganze Kram, das weißt du nicht, das wissen wir nicht.
keine Ahnung, ne? Aber ich meine, der Motor ist, das ist ja der Cava, der ER6-Motor, genau. Der wird schon halten. Ne? Ja. Und alles andere sieht eigentlich auch recht solide aus. Ja. Gut. Gut, Stefan. Dann ich weiß nicht, ob ihr es entdeckt habt. Ja. Die hinterleuchteten am Habt ihr entdeckt. Genau. Schön. Gut, alles klar. Dann danke ich dir. Vielen Dank überhaupt nochmal, dass du hier mitgemacht hast. Sehr gerne. Dass du uns das zur Verfügung gestellt hast, das Bike, auch im Namen unserer Nutzer. Wie gesagt, es gab viele, die sich gefreut haben auf diesen Test. Bin mal gespannt auf die Kommentare. Ne? Ja, schreibt ruhig in die Kommentare, was ihr haltet von der Maschine. Und dann sage ich schon mal Tschüss. Ne? Tschüss, Simon. Hat mich gefreut. Jo.